Ist ja schon gut. Was hast denn du erwartet? Kommst nach 2 Jahren Landwirtschaftsschule heim und willst dem Papa erzählen, dass er die letzten 30 Jahre am Hof alles verkehrt gemacht hat? So war das doch gar nicht gemeint. So hat er aber gesagt. Du darfst nicht vergessen, wer den Hof zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Das weiß ich doch. Und wer das Geld für deine Schule gezahlt hat? Das hat er doch nur gemacht, weil er gehofft hat, dass ich einen Bauern von der Schule mit heimziehe. Er hat's gemacht, damit du was Anständiges lernst. Geh, Mama, jetzt red doch nicht so einen Schmarrn. Jedes Mal, wenn ich in die Ferien daheim war und er was von den neuen Methoden in der Landwirtschaft erzählen wollte, hat er entweder seine Ohren auf Durchzug gestellt oder er ist eingeschlafen. Das muss der Papa an dich vererbt haben. Besonders, wenn es ums Helfen am Hof geht. Er wollte doch immer nur wissen, ob ich schon einen feschen Burschen kennengelernt habe, damit ja ein anständiger Bauer auf den Hof kommt. Ja, du hast ja recht. Ein bisschen Hoffnung hat er sich schon immer gemacht. Ein bisschen? Ja, ja. Aber bloß ein ganz kleines bisschen. Ach du, und so ganz nebenbei. Alter, reg dich nicht schon wieder auf. Schließlich ist dein Bruder auch noch da. Ja. Für das Problem hat die ökologische Landwirtschaft leider auch keine Lösung. Jetzt reicht's aber, Susi, gell? Dass bei deinem Bruder zum Studieren nicht gelangt hat, dafür kann er nichts. Und dein Vater hat das, was du noch lange nicht hast. Und was man auch auf keiner Schule lernen kann. Bauernschleue. Ach, so nennt man das, wenn man sich mit dem Herrn Bürgermeister und seine Spätzin im Wirtshaus trifft und zwielichtige Geschäfte macht. Ja, mir ist ja auch nicht recht, dass er schon wieder andauernd mit dem Bürgermeister beieinander hängt. Ja, aber so kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Der Papa muss umdenken. Du bist doch auch gegen die neue Halle und gegen den neuen Traktor. Und dann will ja noch ein Land dazu kaufen. Jetzt flippt nicht schon wieder aus, das nutzt beim Papa gar nichts. Da musst du diplomatisch vorgehen. Aber das habt ihr scheinbar in der Schule nicht gelernt. Ja, soll ich vielleicht erst ein Tragel Bier mit ihm trinken, bevor er mir dann nochmal zuhört? Das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber mit ihm konnte das sowieso nicht aufnehmen. Moin. Die Diplom-Bayerin ist auch schon wach. Tja. Wer was erreichen will, der muss halt früher aufstehen wie andere. Moment. Geht jetzt das schon wieder los? Du, ich stehe mit deinem Bruder seit über einer Stunde an der Baustelle von unserer Halle, gell? Der Bagger hat den Erdaushub für die Fundamente schon fast fertig. Hoffentlich hat er ein Dürft nur baggert. Dann kannst du nämlich deine vorsintflutlichen Ideen samt unserem Hof gleich drin bekommen. Du, jetzt sei nicht so frech, gell? Ich hab dich nicht auf die Landwirtschaftsschule geschickt, damit du mir jetzt Vorschriften machst, wie ich meinen Betrieb zum Führen hab. Ja, nimm dir ein Beispiel an deinen Bruder. Der meint auch, dass wir exportieren müssen. Expandieren. Ha? Das heißt expandieren. Ist ja wurscht, wie das heißt. Der Betrieb muss expandieren, also größer werden. Ne? Dein Bruder hat dieselbe Meinung. Ja, kein Wunder, wenn man nicht über den Horizont von seinem eigenen Hof nachsieht. Ja, das geht ja schon rein praktisch schon bald gar nicht mehr, gell? Weil mit den neuen Wiesen gehört nämlich das ganze Land vom linken bis zum rechten Horizont. Alles uns. Sehr witzig. Gell, Papa, schau. Die Preise für die normalen landwirtschaftlichen Produkte, die sinken doch immer weiter. Ja, da kannst du nur so viel Land haben. Irgendwann sind die Kosten höher wie der Ertrag. Das sind sie ja schon seit Jahren. Aha. Und von was haben denn wir die letzten Jahre gelebt? Von den EU-Subventionen. Ja, dann kann man ja praktisch unseren Hof aufgeben. Ja, dann gibt's aber auch keine Subventionen mehr. Papa, irgendwann werden die Subventionen auch abgebaut. Und dann stellst du ziemlich blöd da. Naja, und
Die Rettung ist natürlich die ökologische Landwirtschaft. Ja, richtig, richtig. Du, mit der Direktvermarktung, da lassen sich die dreifachen Preise erzielen. Na, dann was sollen wir denn vielleicht unseren Stall in einen Bioladen umwandeln und dort dann die Krautköpfe einzeln verkaufen? Oh, zum Beispiel? Also, ich finde die Idee von der Susi gar nicht so schlecht. Hm? Das machen doch jetzt schon viele Bauern. Ja, jetzt fangst du auch noch. Ich weiß am liebsten, wir werden die ganzen Maschinen einstampfen und dann unseren Ochsen vors Mähwerk spannen. Albert, das war doch viel zu anstrengend für dich. Das ist toll. Mach du nur deine Witz und Holz zu deiner Tochter. Das war doch auch nur ein Vorschlag. Man könnte zum Beispiel auch aus Raps ein naturbelassenes Rapsöl herstellen. Ach so, ja, da hat er von oben auch schon gehört, das ist gar nicht so schlecht. Das, ja, das tun wir dann in den neuen Traktor und da sparen wir uns einen Diesel. Na, Papa, ich mein doch ein Speiserapsöl. Was? Mit Rapsöl kann man auch kochen. Ja, freilich. Du, Rapsöl, das ist jetzt total im Kenner. Ja, wenn man Rapsöl nicht nur in den Traktor, nicht nur Koh, sondern auch in der Küche verwenden. Dann bringe ich der Mama jetzt gleich mal einen Liter Diesel. Dann können wir uns das Sonnenblumenöl sparen. Oh, Papa, ich war nicht 2 Jahre lang auf der Landwirtschaft schuld, dass ich mir jetzt deine blöden Witz anhöre und auch noch den Untergang von unserem Hof miterleben muss. Untergang von unserem Hof? So ein Schmarrn. Jetzt hört's einmal mit eurer blöden Streiterei auf. Sonst wohnt nämlich heute Abend eine Person weniger da am Hof. Ja, da. Hörst du das? Ich meine deine Tochter, ich meine mich. Ich bin schneller weg, als wir's ihr glaubt. Wisst aber nur, was soll denn das? Ja, das kannst du nicht machen. Ja, gerade jetzt, wenn unsere Dorfhelferin im Krankenhaus liegt. Dann vertrocknet euch gefälligst wieder bis auf die Nacht. Ja, bis auf die Nacht? Ja, das kann gehen. Übrigens, heute kommt unsere neue Aushilfe für Erna. Hoffentlich keine Diplom-Magd. Ihre Eltern haben früher auch eine Landwirtschaft gehabt. Sie studiert Betriebswirtschaft und jetzt hat gerade Semesterferien. Oh, ey, das klingt ja noch schlimmer wie bei dir. Da? Albert, mein Papa, jetzt nimm mich gefälligst einmal ernst und hör mit deinen blöden Spassetteln auf. Sonst überleg ich mir, wie ich dieses Problem biologisch lösen werde. Biologisch lösen? Wie meinst du das? Sie meinen, dass die umbringt. Was? Das Herrschaftszeiten kann sich denn nicht einmal klar und deutlich ausdrücken, damit sie unser einer auch versteht. Was will die? Die Umbringer. Ja, die hat's ja wohl nicht alle. Ja, und die? Dich scheint das überhaupt nicht zu berühren. Warum? Das habe ich alles schon einmal gehört. Von wem denn? Von dir. Aber das ist schon 35 Jahre her. Ah ja, ja, du, das war auch dringend notwendig, sonst hätte dein Vater einen Hof auf Gang gebracht. Ja, ja. Manche Sachen wiederholen sich heute im Leben. Ach, das werden der Walter und der Peter sein. Ach, der Herr Bürgermeister und der Herr Bankdirektor. Was heckt sie denn schon wieder aus? Geschäfte, meine Liebe, aber da davon verstehst du nichts. Ja. Na, wer kommt denn heute schon alle her, Gottsfrüher? Die 2 Bs. Na, wer? Der Bürgermeister und der Bankdirektor. Ah, ja. Der Walter und der Peter. Ja, da ist sicher wieder irgendein krummes Ding am Laufen. Am besten, du verschwindest da gleich. Verschwinden? Von wegen. Ich will schon wissen, was da so läuft. Soll das heißen, es gibt Probleme. Ja, es gibt Probleme. Wo ist der Peter, verdammt einmal? Nicht so laut, Mensch. Nicht so laut. Ja, ja, ist schon recht. Was ist? Ist die Luft rein? Du stell dir vor, Herr Peter hat's gestern zu mir nix, dir nix nach Rosenheim in die Zentrale versetzt. Okay. Ja. Ein Bankdirektor kann man doch nicht so einfach versetzen. Ja, langsam. Er ist ja bloß Filialleiter gewesen. Und die Zentrale ist ja jetzt wegen dem Gemeindekredit für den Sportplatz auf die Schlicht gekommen. Wie soll das heißen, auf die Schlicht kommen? Wir haben doch die Gemeindehalle als Sicherheit. Ja, genau das ist das Problem. Die Halle ist mit dem Geld von der Bank gebaut worden und das ohne Sicherheit. Na, da haben wir ja Sportplatz als Sicherheit. Ein Sportplatz, das ist ein guter Witz, ja. Ein Sportplatz. Der ist ja noch nicht einmal gebaut. Der existiert doch praktisch bloß auf dem Papier da. Okay, so eng darf man das auch wieder nicht sehen. Immerhin gibt's ja schon Pläne.
Albert, jetzt denk doch einmal realistisch. So eine verschuldete Halle ist genauso wenig eine Sicherheit, als wäre ein noch nicht gebauter Sportplatz. Und auf beides haben wir einen Kredit aufgenommen. Ja, und beide haben wir als Sicherheit angegeben. Ja. Das haben wir da wieder gut hingebracht. Aber die Sache ist jetzt aufgeflogen, da. Ja, aber der Peter hat euch als Bankdirektor, als Filialleiter beide als Sicherheit für den Kredit anerkannt. Aber nicht, weil es apfikatisch in Ordnung ist, sondern weil er mein Gemeindegärtner seit Jahren sein Rasen mäht und sich um seinen Garten kümmert. Ja, weil er aus meinem Wald Brennholz für seinen Kachelofen gekriegt hat. Na, Gott sei Dank, endlich hast du es begriffen. Ja, da haben wir mein Holz buchstäblich durch den Kamin gejagt. Also, wirst du da nur Witz machen, magst du rein. Warum hast du der Sanierung der Gemeindehalle und dem Bau des Sportplatzes zugesagt, wenn sie keine Sicherheiten haben? Zugesagt, glaubst denn du, dass wir die sonst noch mal als Bürgermeister gewählt hätten? Ah ja, das waren ja deine Wahlversprechen. Ja. Und warum hab ich dann dich eigentlich bei dieser Sauerei unterstützt? Weil deine Reparaturrechnungen von deinem alten Traktor auf dem Gemeindetraktor geschrieben worden sind. Und somit auch von der Gemeindekasse gezahlt worden sind. Oder hast du es vergessen? Ja, natürlich nicht. Gut. Wer ist noch jetzt der neue Filialleiter? Ja, das ist ja eine Frau. Eine Frau? Eine Preisin. Eine Frau? Als Chefin. Unter Presse. Ja, aus Hannover ist, mit einem unaussprechlichen Doppelnamen. Das sind die Schlimmsten. Ja, das kannst du wohl sagen. Eine Studierte ist auch eine Diplom-Betriebswirtin. Oh, 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 das klingt ja noch schlimmer wie eine Diplom-Bayerin. Was meinst du? Nicht so wichtig. Ich hab bloß gemeint, dass da bei mir jetzt auch eine Emanzipationswelle anrollt. Okay. Ja, hat's wenigstens ein Kachelofen in ihrem Haus? Nein, hat sie nicht. So viel habe ich schon rausgebracht. Sie wohnt nämlich in einer so einer Maisonette-Wohnung in Rosenheim. Ah, nett. Dann fallen also Holzlieferungen als kleine Gefälligkeit weg. Da wird sie auch keinen Garten haben und keine Kartoffeln im Keller lagern. Nein, hat sie nicht. Und sie lebt alleine, braucht also deswegen auch nicht recht viel Gemüse. Ach, ich kann auch halber dieser Lot und Kohlrabi-Köpfe liefern. Und statt einer halben Sauerkotelett einzeln portioniert. Zwecklos. Die ernährt sich nur von ökologischen Produkten. Ja, dann bleibt nur noch das Freibier am Stammtisch. Was? Eine Frau an unserem Stammtisch? Da kann man ja gleich einen Apfelsaft trinken anstatt ein Bier. Was da wieder recht? Wenn man die Frau nicht bestechen kann, dann hast du ein Problem. Oh, nicht bloß ich, du schon auch. Warum ich? Du möchtest doch auch einen Kredit für deine neue Lagerhalle und deinen neuen Traktor. Ja, aber ich hab Sicherheiten. Du hast... Das ist ein guter Witz. Du brauchst gar nicht so blöd lachen. Meine Sicherheiten sind 5 Hektar bestes Ackerland. Ja, aber bloß weil es mir im Gemeinderat als Ackerland ausgewiesen haben. Ja, und den Beschluss habe ich mir für jeden Gemeinderat 5 Steher Brennholz kosten lassen. Ja, schon, aber in Wirklichkeit wächst da nichts, als wird dir das Gestrüpp drauf. Und Storner hat's, dass man's besser als Steinbruch hernehmen kann, als wir als Acker. Okay, das interessiert ja keinen. Und außerdem gehört ja der Grund nicht einmal dir, sondern deinem Onkel. Das ist ja ganz wurscht, wer die Sicherheit hinterlegt hat. Ja, wenn so eine war. Und wenn dein Onkel das wissen. Ja, und weil mein Onkel das nicht weiß, hat der Peter noch mal 20 Steher Brennholz extra gekriegt. Wir haben's aber nicht mehr mit Peter zu tun, sondern mit dieser Frau Musweiler Blankenrath. Ja, aber meine Sicherheiten sind ja schon längst überprüft. Ja, aber dein Kredit ist von der Bank noch nicht unterschrieben. Und die neue will ich heute noch herkommen zu dir und möchte sich durch eine in Augenscheinnahme der örtlichen Verhältnisse ja, von deinen Sicherheiten überzeugen. In Augenscheinnahme? Boah, das klingt ja noch schlimmer wie Ökolandwirtschaft. Was spielt denn die? Das kann ich dir nicht machen. Ich brauch doch den Kredit. Ja, mei. Ja, der Facker steht ja schon draußen und hebt die Baugrömme aus. Ja, ist gut leicht sein, dass du da draußen dein eigenes Grab schaufelst. Lass halt für mich dann auch Ecken ausheben, gell? Weil mir geht's ja auch nicht besser.
Jetzt ist das schon rein. Dann lassen wir es einfach nicht rein. Sollen wir ja einfach nicht, dass wir nicht daheim sind. Okay, was soll denn das? Legst deine 5 Hektar bis morgen in Ackerland verwandeln. Na ja, hast recht, Mann. Also. Man muss den Tatsachen ins Auge schauen, also, meistens. Ja, lass mal halt ein zweites Diplom ins Haus. Was? Ein zweites Diplom ins Haus. Was redet denn der da? Ja, bitte, kommen Sie doch rein, Frau Musluft, Blankenese. Ist mein Name. Ja, sag ich doch. Unser Bürgermeister, Walter Stadler, den kennen Sie auch schon, gell? Der Herr Bürgermeister ist auch schon hier? Ja, ich muss mich doch auch um meine Bürger kümmern, gell? Gerade so wie Sie um Ihre Kundschaft. Ja. Seltsamerweise scheinen Ihre Bürger und meine Kunden im Moment die gleichen Personen zu sein. Ja. Zufälle gibt's, gell? Zufälle. Ja, aber setzen Sie sich doch. Darf ich da was zum Trinken anbieten? Danke, nein. Ich habe bereits einen grünen Tee zur Belebung meines Geistes und ein stilles Heilwasser zur Kräftigung meiner Verdauungstätigkeit zu mir genommen. Ach so, ja, dann... Also, ich finde es schon nett, dass Sie sich persönlich bei mir vorstellen, wodurch mein Kreditvertrag praktisch schon unter Dach und Fach ist. Bis auf meine Unterschrift. Ach, Ihr Vorgänger hat noch gar nicht unterschrieben. Naja, aber das ist eine reine Formsache, eine Lappalie. So weit haben wir es nicht mehr kommen lassen. Gut, ja, das klingt ja, wie wenn Sie ihn verhaftet lassen hätten, Frau Musluft-Blankenburg. Musweiler-Blankenrat. Aber mit der Verhaftung haben Sie nicht so ganz Unrecht. Es sind bei meinem Vorgänger gewisse Ungereimtheiten aufgetreten, die gewisse Rückschlüsse auf gewisse Machenschaften hier in diesem Dorf zulassen. Okay, das gibt's doch gar nicht. Sag, dann hättest du das von Bela erwartet. Ja, nie im Leben. Was hat er denn angestellt? Ja. Sie müssen wissen, meine Herren, Personen in seiner bzw. jetzt meiner Position werden natürlich intern überprüft. So konnten wir zum Beispiel feststellen, dass Herr Wagner kaum Bargeld von seinem Konto abhob. Ja, also das ist nichts Außergewöhnliches. Ne? Er war immer schon ein sehr sparsamer Mensch, ja. Gell, Albert? Ja, da sehr sparsam. Am Stammtisch hat er nie mehr als ein Bier getrunken. Er hat so wenig Geld abgehoben, dass er eigentlich schon längst hätte verhungert sein müssen. Gleich verhungert. Bei dem seiner Wanken konnte ich mir das nicht vorstellen. Bei seiner Also auf alle Fälle hat er immer nur Wasser getrunken. Mhm. Gell, Albert? Ja, nur Wasser gegessen hat er fast nie. Nee. Selbst wenn man das Geld in Wasser umrechnet, wäre er irgendwann verdurstet. Leitungswasser, Frau Mosbacher-Blankenese. Ach, hören Sie doch auf! Das Holz für seinen Kamin und das Heizöl kommen hier wohl auch aus der Wasserleitung? Weiß man's? Halten Sie mich nicht für dümmer, als Sie selber sind, meine Herren. In den letzten Jahren tätigte er nicht eine einzige Überweisung für Heizöl und Holz. Nein, das gibt's doch gar nicht. Offensichtlich hatte er auch nie Reparaturkosten an seinem Auto. Das wusste ich auch nicht. Das mein. Wissen Sie, die Autos heutzutage, die sind ja praktisch wartungsfrei. Was man aber von dem neuen Gemeindetraktor nicht behaupten kann. Nee. Bei diesen Reparaturkosten steht der doch mindestens 600 Tage im Jahr in der Werkstatt. Was? 600 Tage? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja, bei dem neuen Klump da spielt er die Technik andauernd verrückt. Ja. Dann hat mein Vorgänger in seinen Kreditverträgen so viel fruchtbares Ackerland als Sicherheiten aufgeführt, dass in einem Radius von 10 Kilometer um diesen Ort nur Ackerland sein dürfte. Tatsache aber ist, dass es hier fast nur Wald, Geröll und brachliegende Flächen gibt. Ja, das hätte ich ja nie geglaubt, dass der Peter so ein Schlawiner ist. Ich auch nicht, glaubst du das? Ich auch nicht. Ist ja bloß gut, dass die Frau Muschelbank das gleich entdeckt hat und ihn versetzt. Ja, genau. Der hätte uns ja noch alle in den Ruin drin. Ja. Meine Herren, bitte. Ja, bitte.
Wollen Sie mich hier für dumm verkaufen? Oder glauben Sie tatsächlich, ich weiß nicht, was hier gespielt wird? Was werden da gespielt? Ich weiß auch nicht. Wie Sie wollen. Beginnen wir doch mal mit Ihren Sicherheiten. Da wären 5 Hektar bestes Ackerland, angrenzend an Ihre westlich gelegenen Wiesen. Tja, sollen wir dieses Ackerland besichtigen oder können wir das gleich sein lassen? Na, das können wir uns sparen. Ja. Na bitte, geht doch. Aber in einem Monat kann man so schauen. Bis dahin ist es bestes Ackerland. Na, das ist doch ein Wort. Gut, dann komme ich in einem Monat wieder und wir sehen dann weiter. Ja. Na, da brauche ich aber noch vorher den Kredit. Ich verstehe. Damit kaufen Sie sich einen neuen Traktor. Sonst können Sie ja diesen Urwald nicht zu Ackerland machen. Noch endlich jemand, der mich versteht. Aber so geht das nicht. Nicht? Nein. Erst die Sicherheiten. In Ihrem Fall die Herstellung der Ackerfläche. Dann der Kredit. Ja, dann nehmen wir halt mein Haus als Sicherheit. Ja. Geht auch nicht. Wie ich dem Computer entnehmen konnte, haben Sie Ihr Haus bereits vor 5 Jahren beliehen, um ein neues Getreidesilo zu bauen. Okay. Das habe ich glatt vergessen. Gut, dass wir es sagen. Kein Problem. Dafür bin ich doch da, um Sie an sowas zu erinnern. Ja, jetzt habe ich wohl ein Problem. Trösten Sie sich. Damit stehen Sie hier im Ort nicht alleine. Das tröstet mich ungemein. Dankeschön. Papa! Ja? Papa, wo bist du? Papa! Papa, du musst sofort kommen. Oh. Grüß Gott. Grüß dich, Thomas. Guten Tag. Entschuldige, Papa, ich habe nicht gewusst, dass du einen Besuch hast, aber du musst sofort zur Baugrund kommen. Sollen wir unsere Grabstätte besichtigen? Geh, was redst du denn? Nein, wir sind auf irgendwelche Grundbauer gestoßen. Nein, jetzt können wir nicht weitermachen. Du, die Mauer, die sind so fest, dass sie schon die Schaufel vom Bagger verbunden hat. Ach, hier ist wohl schon mal ein Hof untergegangen. Was? Kleiner Scherz am Rande, Herr Bergmann. Man darf schließlich nicht den Humor verlieren. Wir kommen denn da drauf, dass ich wegen Ihnen meinen Humor verliere. Dazu besteht ja gar kein Anlass. Ich muss ja für meinen Kreditvertrag nur ca. 5 Hektar Gestrüpp mit der Hand roten. Papa, jetzt geh weiter, das musst du unbedingt anschauen. Ja, ist gut. Sie sehen, ich bin beschäftigt. Ja, also es tut mir leid, aber das muss ich auch sehen. Moment! Das interessiert mich auch. Schließlich gehört hier praktisch alles meiner Bank. Ja, was sagst du? Dann warten Sie halt. Das gibt's doch nicht. Also, ich hab ja schon immer geahnt, dass der Papa komische Geschäfte macht. Aber dass er sich so dumm anstellt, also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das Schlimmste ist ja, dass er praktisch unseren ganzen Hof verpfändet hat. Und er tat immer nur den großen Bauern spielen. Aber warte mal, Papa, du kannst was erleben. Entschuldigung, der wird reingehen. Freilich, ich weiß nicht. Ja, sie nicht, aber die da gerade raus sind, die hätten mich fast über den Haufen gerannt. Ach so, die da fangen sie schon wieder. Sind Sie die Aushilfe? Genau, die bin ich. Malis Mühlberg, Susi Bergmann. Jetzt ist noch nicht einmal 10 und die Mannsbrüder sind anscheinend schon wieder besoffen. Mama, was redst denn da? Wie darfst denn du dazu sagen, wenn 4 Mannsbrüder in der Baugruppe im Bad auf die Knie umeinander rutschen? So ein auftackelte Trutschen ist auch dabei. Die schreien dann dauernd, alles mein, alles mein. Wer ist das überhaupt? Ein Kind ohne. Aber ich. Und ich glaub, die hat gar nicht so Unrecht. Hab ich da irgendwas verpasst? Was ist denn das? Zeigt da jemand das? Das sind meine Sachen. Und wer sind jetzt dann Sie? Malis Mühlbeck. Das Arbeitsamt hat mich hergeschickt. Aber ich glaube, ich komme heim wohl ein bisschen ungelegen. He? Wir sind schon entschuldigt, aber bei uns geht heute Zeit in der Früh alles drunter und drüber. Sie sind also die neue Aushilfsmacht. Macht? Meine Eltern, die benutzen immer nur Begriffe aus der Steinzeit. Meine Mama meint natürlich Landwirtschaftsgehilfe. Wolltest du nicht in den Stall gehen? Ist ja schon gut. Bis später. Also, nochmal herzlich willkommen.
Ich bin die Bäuerin da am Hof, Christa Bergmann. Und Sie sind? Marlies Mühlbeck. Hoffentlich habe ich einen nicht so verschreckt, dass Sie gleich wieder gehen. Bei uns geht es nicht immer so zu. Nein, halb so schlimm. Ich habe etwas Angst, dass ich nicht die Richtige für einer bin. Meine Eltern haben zwar für ihre Klaue einen Bauernhof gehabt, aber ich habe keine Ahnung von der Bauernarbeit. Ich habe halt am Arbeitsamt nach einem Job für die Semesterferien gefragt und ja, die haben mich dann zu einer geschickt. Das Arbeitsamt hat schon angerufen. Ein paar Millionen Arbeitslose, aber wenn man dann jemanden sucht, der wohin lange soll, dann findest du niemanden. Aber wir sind dann froh, dass wenigstens Sie gekommen sind. Und ich versprich Ihnen, dass ich mein Möglichstes tun werde. Na, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Komm mal mit, ich zeige gerne Ihnen ein Zimmer. Dankeschön. Ich will ja froh, ich werde den Herrschaft einführen. Was gibt's doch nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Bautruppe voller von der Wente und Storna. Hab ich es doch gleich gewusst. Hier wurde schon mal ein Hof begraben. Oh Gott! Ich bin ja ganz schmutzig. Das kommt davon, wenn man auf alle Viere durch den Dreck rutscht. Hätten Sie mir das nicht vorher sagen können? Ja. Mein Gott, ich sehe ja zum Fürchten aus. Bestimmt, ja. Liegt aber nicht am Grund. Wie meinst du jetzt das, hä? Nein, in der Baugrube ist halt einmal ein Bad. Bitte? Baugrube ist gut. Das kenn ich. Baugrube mit. Komm mal das Bildschirm mit. Das ist schon mehr ein Dings, eine Arche. Ja, Dings, ja. Ja, alte Ausgrabung steht dir. Ja, genau das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass ich jetzt aus zweierlei Gründen nicht weiterpacken kann. Erstens kriege ich kein Geld von der Bank und zweitens sind die Fundamente so fest, dass ich es erst einmal auseinanderspringen muss. Hey, da wird überhaupt nichts gesprengt. Ich rufe jetzt erst einmal das Landesamt für Denkmalpflege an. Was willst du? Ein Denkmalschutz rufe ich an. Das ist ein historischer Fund. Das ist meine Pflicht als Bürgermeister. Ja, sag einmal, spielst du? Ich fahre jetzt in die Stadt und kaufe Dynamit und dann springen wir die ganzen blöden Steine in die Luft. Geh, Papa, du verstehst doch von dem gar nichts. Du, das mit dem Blätterlauf nachher springst den ganzen Hof in die Luft. Bumm! Aber das wäre doch wunderbar! Hä? Hier ist sowieso nur noch der Grund und Boden etwas wert. Ja, also ich würde sagen, gerade jetzt ist der Grund und Boden was wert. Na, dann sag einmal, auf welcher Seite stehst denn du? Überleg doch einmal. Möglicherweise ist das da draußen ein bedeutender historischer Fund, ein archäologischer, auf deinem Grund und Boden. Ja, da wärst vielleicht noch berühmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, dann wäre Ihr Grund tatsächlich wertvoller. Zumindest theoretisch gesehen. Ja, wenn ich mir das so recht überlege, dann darf man ja so einen bedeutsamen Fund nicht zerstören. Schon rein moralisch nicht und aus Denkmalschutzsicht natürlich auch. Natürlich! Mir wäre doch nie in den Sinn gekommen, dass Sie ein Geschäft wittern oder sich persönlich bereichern wollen. Ja, du musst dir ja noch gar nicht vorstellen, was das für dich bedeutet. Du Touristenströme werden zu dir herkommen. Dann verlange ich aber Eintritt. Das ist dein gutes Recht, alter Spitz. Dein gutes Recht. Dann könnte dieses Grundstück eventuell auch noch für einen weiteren Kredit als Sicherheit dienen. Na, langsam, gell? Wenn ich überhaupt so einen Kredit brauche. Das könnten Fundamente einer römischen Villa sein. Ja, du, vielleicht fließt sogar noch römisches Blut in deinen Adern. Besser, hier fließt bald Bar. Ja, vielleicht bin ich der Nachkomme von Julius Caesar oder von Nero. Ja, und ich von Kleopatra. Ja, das ist kein Stimmer, falsche Schlange. Wie meine? Ich suche mir jetzt einen Archäologen. Ich informiere mich sofort über Grundstückspreise bei archäologischen Fundorten. Auf Wiedersehen, Herr Bergmann. Aber erst wieder, wenn da der Rubel rollt. Mein Papa, du, das war was, he? Wenn die Fundamente wirklich aus der Römerzeit waren. He? Aha, bestimmt, ja. Ja, vielleicht findet man noch ein paar Sachen von den Römern in unserem Haus. Ja, vielleicht leben wir hier auf einer ganzen römischen Siedlung. Geh, Papa, jetzt davon die Fall wieder. Na, ich, Albert Bergmann, entdecke eine versunkene Stadt. Stell dir mal die Schlagzeilen in der Presse vor. Papa, jetzt wart halt einmal, bis dieser Arche Dingsbums erst gekommen ist. Ja, du hast recht, warten wir erst einmal. Mama! Mama! Geh, Mama, komm mal!
Es ist was Trauriges passiert. Lass mich raten. Ist die Banktussi in die Baugrube gefallen? Na, die redet gerade blöd auf dem Walter ein. Schade. Was ist denn, Tussi? Mama, der Onkel Erwin ist tot. Der Onkel Erwin? Mei. Na ja, dann. Na ja, dann. Dann hat er's überstanden. Oh. Was? Der Onkel Erwin? Ja. Ja, wenigstens ein Lichtblick. So kehren die 5 Hektar Grund schon einmal uns. Albert, er ist tot? Ja, natürlich. Der Arme, gell? Der, vor allem du, Arme. Ja, ich weiß doch, wie sehr du am Onkel Erwin gehängt bist. Ja, was man von dir nicht behaupten konnte. Was? Ich hab jedes Jahr zur Weihnachtszeit im Altenheim besucht. Ich hab gar nicht gewusst, dass Weihnachten bloß alle 5 Jahre ist. So, das regt keinen Schmarrn. Die 5 Hektar, die gehören jetzt einmal mir. Dir nicht. Hä? Soll ich das wissen? Ja, hast du nicht gesagt, dass der Grund wertlos ist? Ja, aber das soll halt doch in der Familie bleiben. Ja, das meine ich auch. Bleibt er ja vielleicht da. Was ist denn das für ein Brief? Das ist eine Einladung vom Notar zwecks Testamentseröffnung. Notar? Testamente? Zu was braucht denn der Onkel Erwin ein Testament? Außer uns gibt's doch keine Erben. Also, ich tat's gut finden, wenn die Susi den Grund erben tat. Ja, weil schließlich hat sie sich doch am meisten um einen Onkel Erwin kümmern. Ja, dann, so ist ihn halt erben. Der ökologische Anbau ist ja auf dem Grund schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja, aber du hast dann überhaupt keine Sicherheit mehr für deinen Kredit. Das brauch ich ja nicht, weil ich werde jetzt zum Triumphator. Aber so geh zum Nero. Verrückt, du bist ja schon. Ja, und abbrennt auch. Mit Papa vernünftig reden, Thomas. Ach, du bist gut, Mama. Der hört ihm doch gar nicht zu. Der glaubt doch inzwischen schon selber, dass er die Reinka, die Wiedergeburt vom Nero ist. So, Zucker ist fertig. Ihr könnt's dann gleich essen. Also, mit Kleiner hat uns das Arbeitsamt wirklich einen wahren Glücksfall serviert. Das sagt mit einmal was ihm gezogen. Ach so, ja, freilich, ja, ein wahrer Glücksfall. Ja, die Kühe im Stall sind auch ganz glücklich, seitdem sie da sind. Oh mei, so ein schönes Kompliment, das kriegt man selten, gell? Siehst du das, Mama, du sagst immer, ich kann mit Frauen nicht umgehen. Ja. Entschuldigung, Mama. Das ist schon in Ordnung. Mir ist das so lieber, als wenn er seine Finger nicht bei sich halten kann. Wo ist denn der Papa? Der hat einen Beutel gekriegt und ist damit im Schlafzimmer verschwunden. Wie geht's? Ist denn heute schon Fasching? Wada! Retro! Weiche zurück! Fasching! Du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist eine original römische Toga! Jetzt traut er total durch. Fällt bloß mir noch der Lorbeerkranz. Ja, da müsst ihr ein bisschen warten. Ja, Mama, der Papa hat gestern einen Lorbeersitzling eingepflanzt. Das wird schon ein Jahr brauchen, bis er Bladeln hat. Das gestern waren wirklich 2, Albert. Du kannst doch in dem Aufzug unmöglich in den Stall gehen. Da werden die Kühe milchsauer. Für solch niedere Arbeiten haben die Römer schließlich ihre Sklaven gehabt. Ja, manches hat sie eben in 2000 Jahren nicht geändert. Jetzt red keinen solchen Schmack, gell? Schau, dass du mit der Suppe fertig wärst und nachher gehst du den Stall ausmüssen. So, was sag ich, ja? Ich zieh mich schnell um und dann hey wieder. Aber nur, wenn Sie mich in der Küche nicht mehr brauchen. Nein, nein. Nehmen Sie nur mit unseren schwer gestressten Arbeitssklaven. Nicht, dass sie uns nur zusammenbricheln. Okay. Hm. Wo war das? Wohin geht sie? In Ihr Zimmer. Ipso facto, soll geschehen. Mhm. Also, ich muss schon sagen, mit Ihnen
haben wir wirklich einen guten Griff gemacht am Sklavenmarkt. Arbeitsmarkt. Dankeschön. Es macht mir aber auch unheimlich viel Spaß, dass ich wieder auf dem Bauernhof leben kann. Ich komme gleich wieder. Das pressiert gar nicht. Ah, pressiert? Überhaupt nicht. Okay. Wie kommst du auf einmal zu der Erkenntnis? Du, letzte Woche hast du dich mit Händen und Füßen gegen den Maris gewärzt. Eine Studentin als Aushilfe. Naja, ich habe halt so meine berechtigten Probleme mit den Diplomfrauen. Aber man kann ja seine Meinung auch einmal ändern. Okay. Und wann bist du zu der Einsicht gekommen? Na, vielleicht verleiht diese römische Toga auch die römische Weisheit. Ja. Vielleicht solltest du auch mal eine anziehen. Ja. Ein bisschen Weisheit darf nicht schon. Die Mama, ich konnte nicht mehr so einen Rickel umeinander laufen. Was taten denn da die Kühe im Stall von mir denken? Ja. Atgladius, auf in den Kampf! Ach. Auf geht's, packen wir's. Gehen wir in den Stall? Ja, zusammenessen möchte ich schon noch. So, jetzt geh weiter. Also ich muss schon sagen, die hat unseren Thomas ganz schön im Griff. Ja, ich glaube, ich muss einmal mit der Marlis reden. Ach geh, lass doch. Die weiß halt, wie man die Männer zu der Arbeit bringt. Eben drum. Das darf ich auch ganz gern wissen. Christa! Ich bin schon gespannt, was die Rita zu unseren römischen Fundamente sagt. Du, das ist für dich nicht die Rita, das ist immer noch die Frau Steinbeißer, gell? Ja, ist ja schon gut. Wie so eine saubere Person, so einen trockenen Beruf wie Archäologin machen will. Du, dir gibt dann gleich eine saubere Person. Die soll ihre Arbeit machen da und dann wieder verschwinden. Weil sonst hab ich nämlich ein Argumentum Baculinum. Was? Ein schlagendes Argument. Nur der. Ein paar Tage wird schon da bleiben, hat's gesagt. Die Rita. Albert? Nein, die Frau Steinbeißer. Ich hab sie heute Abend in den Roten Ochsen eingeladen, die Frau Steinbeißer. Zu einem Geschäftsessen. Zum Geschäftsessen? Haben wir einen Geldscheißer oder was? Na gut. Und dann werde ich mich halt in Zukunft mehr um ihren Assistenten, den Herrn Weiler, den Herbert bemühen. Ja, das macht. Steig mir doch einen Hurten auf. Ich bin begeistert! Ich bin begeistert! Hoffentlich nicht von dem Aufzug von meinem Mann. Ja, was ist denn passiert? Ja, Albert, was sehe ich denn da? Ja, Albert, was sehe ich denn da? Sie sehen ja entzückend aus. Wie ein richtiger römischer Centurius. Gell, Rita, Frau Steinbeißer, die Songs auch. Gell, Rita, wo sind die mir überhaupt? Ha? Sind wir da auf einem Bauernhof oder sind wir da in einer Arena? Kommt jetzt vielleicht die Gladiatorennummer? Das heißt nämlich dann Kampf bis zum Tod, Blut, Grausamkeiten. Aber Christa, ich führe doch der Rita, ich meine der Frau Steinbeißer, nur meine römische Toga vor. Quasi als Zeichen meiner Verbundenheit zu meinen Urahnen. Gut, dann führe ich dir jetzt gleich meinen Koffer vor, was? Als Zeichen für meinen Auszug. Oh! Und Ihre Frau scheint nicht gerade begeistert zu sein von ihrer neuen Mode. Naja, sie tut sich heute noch ein bisschen schwer mit der römischen Kultur. Ah ja, das wird sie schon nur lernen. Wenn hier erst einmal die ersten Touristen ankommen, kann sie nicht mehr im Arbeitskittel umherlaufen? Na ja, das wird schon, oder? Hoffe ich wenigstens. Aber Sie waren doch von ganz was anderem so begeistert. Ach so, ja. Wir haben es mit einer außergewöhnlichen, mir völlig unbekannten Form des Fundaments zu tun. Okay, tatsächlich. Das passt einfach nicht zusammen. Was? Das passt einfach nicht zusammen. Möglicherweise ergeben sich daraus völlig neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse? Okay, wirklich? Ja, also ich habe auch noch nie Steine in so verschiedenen Größen gesehen. Ja, dann war ja der Bau da was ganz Besonderes. Das kann man sagen. Etwas ganz Besonderes. Ja, ich hab's ja schon immer gewusst und auch gefühlt, dass ich auf einem historischen Boden lebe. Ja, ein einmalig historischer Boden. Albert! Bei Ihnen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie ein direkter Nachfahre
eines römischen Imperators sind. Was? Nicht Cäsar oder Nero? Doch, doch. Cäsar. Oder Nero. Falls Sie bei Ihren Fossilien suchen, müssen Sie das schon ein bisschen weiter nach unten rühren. Drehen und wenden, wie man will. Das macht einfach keinen Sinn. Was ist denn? Was hat er denn? Ach, Grabungstechniker. Immer dasselbe mit denen. Wenn Ausgrabungen nicht in ihr Schema passen, zweifeln sie es an. Ach. Ja, das kenne ich. Er glaubt einfach nicht, dass er auch noch etwas Neues entdecken kann. Die Hauptsache ist, Sie verlieren nicht den Durchblick. Es macht einfach alles keinen Sinn. Einmal sind die Außenfundamente ganz breit und dann wieder ganz schmal. Also, da steckt überhaupt keine Systematik dahinter. Jetzt glauben Sie es doch. Da steckt eine bisher unentdeckte architektonische Baukunst im Boden. Also, das schaut eher so aus, als ob da jemand vom Bauen keine Ahnung gehabt hätte. Papa, wo bist du denn? Papa, du musst sofort zur Baugrund hin. Um Gottes Willen, wie schaut's nie aus? Hat sich ein römisches Unwetter angekündigt. Es scheint zwar im Moment die Sonne, aber wenn es hier schon besondere Baustile gibt, warum nicht auch eine besondere Wetterlage? Na, die Nitzen, die ist schon mehr von unten gekommen, so schwupp oder so. Das sag ich doch, besondere Wetterlage. Sie, wir sollten auf jeden Fall einen Meteorologen zu Rate ziehen. Geschmarrn, wie der Vater zum Schaufeln angefangen hat, ist auf einmal nur noch Wasser und Dreck durch die Gegend gespritzt. Ah, riesige, braun-schwarz-graue Fontäne ist aus dem Boden geschossen. Schwupp. Ja, ist das wirklich... Wasser? Ich würde sagen, das ist in erster Linie mein Busen, wo Sie gerade sind. Entschuldigung. Papa, du, irgendwie stinkt das. Das ist nicht abzustreiten. Vielleicht ist es ja ölhaltiges Wasser. Ja, Öl. Moment. Ja, genau. Öl. Die wird wahnsinnig. Öl. Ein original römische Ölquelle. Und ich muss sie mal anschauen. Moment. Ich komme mit! Das Papa, das wird dann nicht! Darf Sie mir bitte schön ein Handtuch besorgen, bevor dann alles davor schwimmt? Selbstverständlich. Ich schau mal in der Küche nach. Gib, ist das eklig. So, Sie, ich hoffe, das reicht fürs Erste. No. Moment, dann. Ich gehe ein bisschen zur Hand. In Dreck rumbuddeln ist auf Dauer doch etwas langweilig geworden, oder? Das sehen Sie völlig falsch. Freilich. Ihr zwei, ihr seid genauso eine Fata Morgana wie die Verrückten da draußen. Waren Sie in unserem neuen Swimmingpool? Oder waren seine Ausgrabungsversuche bei Erna so schweißtreibend? Jetzt einmal ganz langsam. Ja. Der Herr Weiler hat mir nur ein Handtuch zum Abtrocknen aus der Küche gebracht. Das war alles. Ja, ja. Was machen die anderen da draußen? Die spulen im Matsch und mein Papa brüllt andauernd Öl, Öl, eine richtig römische Ölquelle, Öl. So. Was hat denn die Susi? Die war doch sonst eigentlich immer ganz nett. Ja, da ist ja nicht eine halbert nackte Frau neben mir gestanden. Ach so, Sie meinen, sie ist eifersüchtig. Er fast. So, und ich gehe mir jetzt einmal umziehen, bevor da noch jemand durchtrat. He? Das wäre gar nicht so schlecht. Was für ein Depp hat denn das Wasser abgesteigt? Oh Gott, Sie. Ich fürchte, das Wasser ist kurzfristig umgeleitet worden. Was sagen Sie da? Ja, Sie, wenn mich nicht alles täuscht, hat der Bagger gerade die Wasserleitung gekappt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Sie finden das auch ganz schrecklich, dass jetzt die ganze Ausgrabungsstätte voller Wasser läuft. Was reden Sie denn so für einen Schmarrn? Das interessiert mir reichlich wenig. Ja, schauen Sie, so bleibt helfen Sie mir lieber. Sonst steht nämlich vor Ihnen eine badende Venus. Ja. Ja, halten Sie. Das Antor, damit ich mich von meinem Turban befreien kann. Selbstverständlich, ja. Christa, eine Quelle, eine richtige Quelle. Ja, zwar keine Ölquelle, aber eine original römische Wasserquelle. Was du nicht sagst? Ja, du, das müsst ihr jetzt sehen, mit welchem Druck
das Wasser aus der Erde kommt. Ja, wahrscheinlich genauso, wie woanders der Druck nachlassen hat. Ein schönes, klares Wasser. Ja, wie es sonst aus der Wasserleitung kommt. Okay, ja, so ein gutes Wasser kommt doch nicht aus der Wasserleitung. Freut dich nicht, weil dein Wasser ist ja durch den Bart und die Storner quasi mineralisch angereichert. Okay, das hättest du nicht gedacht, dass wir da einmal ein Wasser finden. Nein, das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Weil sonst hätte ich nämlich mit dem Duschen gewartet und hätte dann später draußen duscht. Ja, das hätte man auch sollen. Dann hätten wir uns einen Haufen Wasser erspart. Müssen, Albert. Müssen. Mei, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das sprudelt. Ja, wie aus der schönsten Dusche, gell? Ja, wie aus der schönsten Dusche. Ja, genau. Wie aus der schönsten Dusche, du bringst mir da meine Idee. Nein, schon wieder. Deine bisherigen Ideen, die lassen mir vollkommen. Ja, du, wir errichten eine römische Therme mit original römischem Quellwasser oder noch besser mit römischem Heilwasser. Freilich, römisches Heilwasser von den städtischen Wasserwerken. Nein, noch besser, wir errichten unsere eigenen römischen Wasserwerke. Was machen Sie denn da? Ich halte Ihrer Frau nur das Handtuch fest. Was? Wir finden eine Wasserquelle und Sie? Sind Sie verrückt? Wollt ihr jetzt loslassen, mitkommen? Vieni! Aber flott! Salve! Der Tribun hat gesprochen! Oh, Jesus, nein! Trat er vollkommen durch? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ja, mit der Frau Steinbeißer jeden Tag. Was wär denn das, wenn's fertig ist? Ich halt nur das Handtuch fest. Das sehe ich ja. Also, der Papa hat da irgendwas vollkommen verkehrt verstanden. Naja, Männer, die sich im Matsch suhlen, sind aber auch kein Maßstab für mich. Für mich auch nicht. Dankeschön. Bitte. Danke. Ja. Schauen wir dann besser einmal das Chaos da draußen an. Ja, jetzt können Sie auch beruhigt gehen, gell? Jetzt läuft der keiner mehr halbnackt rum. Ach, Susi, die sehen Sie völlig falsch. Ich wollte schon lange mal mit Ihnen. Herbert, wo stecken Sie denn? Verdammt! Ja, ich komme ja schon. Entschuldigung, vielleicht könnten wir ja später miteinander. Also ich meine... Herbert! Tut mir leid. Da versuche ich jetzt seit 3 Tagen, dass er mich überhaupt einmal wahrnimmt. Und kaum ist er für ein paar Stunden aus dem Haus, lachen eigene Mama und Putzfrau halbnackt vor ihm rum. Ja, was man nicht im Kopf hat, muss man in die Fürsam. Entschuldigung, kann ich Sie einmal sprechen? Sie, tut mir leid, aber meine Chefin warnt. Das ist vielleicht wichtig. Hätten Sie heute Abend Zeit für einen gemeinsamen Spaziergang? Entschuldigung, wie war gleich nochmal der Name? Sagen wir doch einfach du zueinander. Wir sind doch momentan beide so eine Art Arbeitssklave. Herbert! Da haben Sie, du, recht. Marlies heißt sie. Der Herbert. Aber nicht, dass du jetzt einen falschen Eindruck von mir kriegst. Ich möchte dir bloß was sagen. Ja, was denn? Ich glaube, ich habe eine archäologische Entdeckung gemacht. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nicht da am Hof. Ein bisschen weiter Richtung Wald. Ich war froh, wenn du dir das einmal anschauen denkst. Naja, aber das wird mindestens 6, bis ich da fertig bin. Ja, früher kann ich auch nicht weg. Als kleines Dankeschön werde ich der Susi auch einen winzigen Hinweis geben, dass du sie nicht ganz uninteressant findest. Was? Das hast du schon gemerkt? Das war doch unübersehbar. Ja, und du darfst mir tatsächlich helfen. Freilich, wenn du meine Entdeckung anschaust. Ja, freilich. Oh, ist das Hund als sein Frauli wieder davongelaufen? Also, bis um 6 vor dem Haus. Haben Sie eigentlich nichts zum Tor? Doch, Staubwischen. Also eigentlich wollte Erna ja das Du anbieten. Ah, aber jetzt haben Sie sich's anders überlegt. Ja, ich habe mich heute dann wieder an meine Ausbildung erinnert. Auf der Landwirtschaftsschule lernt man schließlich auch den Umgang mit dem Personal. In meinem BWL-Studium habe ich schon eine Semesterarbeit drüber geschrieben. Da heißt es aber Personalwesen und Mitarbeiterführung. Na, dann kennen Sie sich ja aus. Also ich halt jedenfalls nichts davon, ein zu enges Vertrauensverhältnis zu den Angestellten aufzubauen.
Gerade wenn's Aushilfen sind. Oder was meinen Sie? Na ja, im Prinzip haben Sie recht. Und ganz wichtig, gerade die ungelernten Kräfte muss man ja ganz besonders auf die Finger schauen. Ja, die brauchen klar strukturierte Arbeitsanweisungen, sonst machen sie ja was wollen. Aber weh, da hat aber jemand in der Schule ganz gut aufpasst, hä? Ja, es ist halt leider auch so, dass niedere Arbeiten körperlich anstrengend sind. Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Finden Sie nicht auch, dass der Boden da ziemlich schmutzig ist? Ach, sowas sieht natürlich eine Aushilfe nicht von allein. Ich hab mir gedacht, dass ich erst putz, wenn das Swimmingpool wieder trocken liegt ist. Wissen Sie was? Ach, dann putzen Sie ihn heute danach noch einmal. Hab schon verstanden. Bin gleich mit Putzzeit wieder zurück, Herrin. Und bitte das ganze Haus vom Keller bis zum Speichern auf. Unter anderem Arbeitskleidung war auch angebracht. Ab sofort tragen Sie ein Schürzen und ein Kopftuch. Dass er jeder gleich sieht, wer hier die niederen Arbeiten verrichtet. Und ich hab mir gedacht, die Sklaverei ist schon längst abgeschafft. Ist er? Noch? Aber warten's ab, was passiert, wenn mein Papa erfahrt, dass die Römer immer mehrere Sklaven im Haus gehabt haben. Bis das soweit ist, da ist meine Zeit da am Hof schon längst abgelaufen. Kein Problem. Dann kommen sie halt nächstes Jahr noch einmal und ich besorge ihnen bis dahin einen schicken Eisenring für den Hals. Nächstes Jahr hab ich mein Diplom und ich hab auch schon eine Stellung in einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft in Aussicht. Wenn ich die noch einmal allein mit dem Herbert sieg, dann schrubbt ich den Fußboden mit dem Zahnbürstel. Da bist du ja endlich. Warst denn so lang? Das dauert halt beim Notar. Ah, gut, dass ihr nicht zwei da seid. Dann brauch ich wenigstens nicht zweimal so. Wo ist denn der Thomas? Auf dem Feld, warum? Wenigstens einer, der arbeitet. Das kann ich ja nicht alle Schlammbäder nehmen. Naja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Jetzt gib mir Ruhe. Ich habe eine schlechte Nachricht. Nein, du, deine guten Nachrichten reichen mir vollkommen. Also, wir haben keine römische Wasserquelle gefunden, sondern unsere Wasserleitung aufgerissen. Ach, was du nicht sagst. Bist jetzt du da auch schon drauf gekommen? Naja, ich wollte mir die Hände waschen und da ist dann kein Wasser gekommen. Da habe ich mir gleich schon sowas gedacht. Der Herbert, der Ritter, der Frau Steinbeißer, ihr Assistent, der hat die Leitung schon freilegen lassen. Die Wasserwerke sind auch verständigt und in einer Stunde können sie den Schaden beheben. Und dann können wir weitermachen. Sag mal, hast du da ein Gewand drin? Oh, geht's jetzt wieder aufwärts bei dir? Hast du jetzt endlich wieder einen lichten Moment? Ja, das finde ich ja gut, dass du dein Gewand aussortierst. Das wirst du mir bald nicht mehr brauchen. Ich hab nämlich bei der Ritter, ich mein, bei der Frau Steinbeißer, einen Katalog mit römischen Gewändern bestellt. Das mit dem Lichtmoment, das nehme ich sofort wieder zurück. Wie meinst du denn das? So wie ich es gesagt habe. Ja, aber das. Ach, ist auch egal. Wenden wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zu. Also, was hast du gelernt? So 10.000 Euro in Bar. Ah, das ist immerhin schon was. Und dann noch die Hälfte von denen 5 Hektar gestorben. Ah, diese Sträucherallee. Wieso nur die Hälfte? Ja, die andere hat meine Großcousine geerbt. Großcousine? Was denn für eine Großcousine? Ja, der Onkel war wohl mal verheiratet. Okay, das ist ja schon 50 Jahre her und nach einem Jahr haben sie sich ja eh wieder scheiden lassen. Das geht doch gar nicht mehr. Doch, der hat wohl ja eine Tochter aus München. Ach so, und die hat geerbt? Nein, die hat wiederum eine Tochter in meinem Alter. Und die hat geerbt. Ach so, ein Sachen. Und das hat ja gar nicht zugetraut. Aber der Onkel Erwin, der war ja nie ganz normal. Ja, das muss eine Familienkrankheit sein. Genau, das brauchst du doch da nicht putzen. Bis die Wasserleitung repariert ist, tragen doch die Sauber noch 1000 Mal einen Dreck rein. Stellen Sie es da hinten hin und tragen Sie lieber einen Koffer ins Auto. Ja, wie ist meiner? Ja, warum bringst du die Sachen im Koffer weg? Da hättest du doch eine Tüte nein, da. Papa, ich glaube, du siehst da was falsch. Mama zieht aus. Ach so, Mama zieht aus. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich hab mit deinen Schmarrn schon viel zu lang gehört. Also, vierte Susi, ich gehe jetzt für 14 Tage zuerst einmal zu meiner Schwester und dann sehen wir weiter. Gell? Ja, jetzt warte mal, das kannst du nicht machen, außerdem braucht das Auto ich. Okay. Seit wann braucht denn ein Römer ein Auto?
musst du halt einen Streitwagen besorgen. Ich brauch das Auto. Ja, dann bringst du mir eine Sänfte. Und ich werde dann sofort an Bord einer römischen Galeere nach Rom aufbrechen und für dich um geistigen Zuspruch bitten. Salve! Was stimmt denn das? Das kann doch nicht machen. Hast du das doch gar gesagt? Wo ist denn Ihre Frau hin? Ja, die ist gleich wieder zurück. Die bringt nur ihre alten Sachen weg. Gibt es hier im Haus irgendeine Pumpe, wo wir das Wasser aus der Ausgrabungsstelle herauspumpen? Ich habe leider keine Taucherausrüstung dabei. Ich glaube, im Keller ist eine. Sollen wir nachschauen? Bemühen Sie sich nicht. Ich finde sie schon. Ich kenne mich ja mittlerweile hier schon bestens aus. Was soll denn das? Susi, sag du einmal was. Sie hat mich verlassen. Papa, jetzt flipp doch nicht aus. Mama ist doch nicht wirklich ausgezogen. Sie besucht doch nur ihre Schwester. Weil in dem Chaos, da hält es ja wirklich kaum aus. Jetzt lass ihr einmal 14 Tage lang in Ruhe und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Na ja, ein bisschen Urlaub hat sie sich ja verdient. Sag mal, seit wann trinkst du ein Bier, Jockmann? Alkohol ist das reinste Gift. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Menschen soll es auch gehören, dass man sie ändern kann. Ja, diese Änderung ist eine der wenigen, die mir gut gefällt an dir. Prost! Aber in Maßen. Du, diese angebliche Großcousine. Nein, nicht angeblich. Die ist schon amtlich. Also diese amtliche Großcousine hat die Hälfte von dem Gestrüpp geerbt? Genau. Oh, mir bleibt da nichts erspart. Ich hab gemeint, das war nur nutzloser Grund. Na ja, aber der sollte halt doch im Familienbesitz bleiben. Weil der bleibt doch in der Familie. Na ja, das ist schon eine ziemlich weitschichtige Verwandtschaft. Der so wertlose Grund ist übrigens mit einer Grundschuld belastet. Okay. Papa, ich kann mir schon denken, wie das gelaufen ist. Zuerst einmal haben deine Spätzin vom Gemeinderat den Grund zum Bauland gemacht. Gegen eine gewisse Entschädigung, versteht sich. Warum hätte ich das tun sollen? Weil man auf einen wertlosen Grund keinen Kredit kriegt. Auf ein Bauland aber schon. Und dann hast du das Bauland als Sicherheit für den Kredit für deine neue Halle hinterlegt. Wie kommst du denn da rauf? Außerdem geht das gar nicht. Der Grund hat ja am Onkel gehört. Stimmt. Und gegen ein paar Steher Brennholz haben der Herr Bankdirektor und ein paar andere großzügig darüber hinweggesehen. Wenn es nur ein Brennholz gewesen war. Aber halber das sei, Kartoffeln, Gemüse. So. Mhm. Na, was hätte ich tun sollen? Wir brauchen doch die neue Halle unbedingt. Das ist ja alles recht und schön, aber das war Betrug. Und durch die Umschreibung von dem Grund auf mich und auf meine neue Großcousine, ja, da wird das natürlich auffallen. Meinst du? Ja, was sagt denn die? Wie heißt denn die eigentlich? Die war nicht anwesend, die war nur verreist. Ihr Nachname ist Kreuzer. Du, die muss sofort her. Egal wie und wen ich im römischen Streitwagen abholen lassen muss. Papa, fangst du jetzt schon wieder an? Na ja, ist ja schon gut. Du, das, mit dieser ökologischen Landwirtschaft, das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Okay, auf einmal? Naja, vielleicht sollten wir mal so probeweise so einen kleinen Garten mit Biogemüse anlegen. Ach, jetzt verstehe ich. Du willst die neue Bankdirektorin bestechen. Was hast du da gesagt? Die Wahrheit. Du, bei so einem Diplom da lernt man nicht nur die Theorie, sondern auch, wie es wirklich läuft im Leben. Na, Papa, aus Bescheißen. Das habe ich nicht in der Schule gelernt. Aber neben der Theorie haben wir natürlich auch sehr viel Praxis gemacht. Ach so, oder vielleicht auch, wie man einen Tofu-Burger züchtet? Geschmarrn! Prost, Papa! Prost! Du, wie schmeckt denn eigentlich das Bier? Gut. Sehr gut sogar. Ist das aus der Stadt? Nein, das hab ich braut. Das hat zu meiner praktischen Diplomarbeit gehört. Okay, sowas lernt man auch auf der Landwirtschaftsschule. Albert! Albert! Sie glauben nicht, was ich im Keller gefunden habe. Ja, die Wasserpumpen. Ach, was interessiert mich denn jetzt die Pumpe? Der was dann?
Ihr Keller, Albert, Ihr Keller. Was? Steht da jetzt vielleicht auch das Wasser drin? Nein, die unteren Steine, Albert. Die unteren Steine. Ja, das sind die Steine vom alten Haus. Das Haus da ist auf die alten Grundmauer von dem Haus da drauf gebaut worden. Es sind die gleichen Steinformationen wie die draußen, Albert. Die gleichen. Ja und? Ja und, ja und. Ihr Haus steht möglicherweise auf den Fundamenten einer alten Villa. Vielleicht einer römischen Villa. Zumindest auf etwas Römischen. Ja, vielleicht auf einem römischen Palast. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Wir müssen die Steine jedenfalls sofort freilegen. Ja, das müssen wir. Da. Aber das Haus steht ja drauf. Ja, das reißen wir ab. Was? Ach, was bedeutet schon eine Hütte wie diese gegenüber einem römischen Palast? Ich sage sofort dem Baggerfahrer Bescheid, dass es hier noch eine Menge Arbeit gibt. Ja, die braucht dringend noch eine Abkühlung, sonst trat uns die noch mehr durch. Schon besser. Jetzt schaut es endlich aus wie eine richtige Magd. Versteht ihr noch gut? Sparen Sie eher die schlauen Bemerkungen. Sonst wird es Ihnen noch mal leid tun. Sind Sie da sicher? Ja, ganz sicher. Guten Morgen, Papa. Moin. Sag mal, was willst du mit dem Opa seinem alten Vorderlader und der Mistgabe da drin? Das ist meine Sache. Komm, Papa, jetzt trink erst einmal einen Kaffee, der beruhigt. Malis, tankst dir heute Büchsen an Speichern auf. Sehr gern. Die bleibt da. Ist ja schon gut. Da. Tank's also ins Schlafzimmer. Sehr gern. Und dann machen sie gleich das Schlafzimmer sauber und hängen die Betten zum Lüften aus. Selbstverständlich. Frau Holle schüttelt die Betten aus. Was ist denn los? Da, wisst, hat mir die Gemeinde gestern zugestellt. Tut es uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass im öffentlichen Interesse ein unverzüglicher Abriss Ihres Anwesens verfügt werden muss. Über eine angemessene Entschädigung wird der Gemeinderat bestimmen. Ja, spinnen die! Das können die doch nicht machen! Ja, hast du es ja gerade gelesen. Ja, und dein Spezi, der Bürgermeister? Das war mein Spezi. Der zeigt ja nur noch mit dieser Banktussie an. Er sagt, da kann man nichts machen. Ja, und die Entschädigung? Ja, die hat sich die Bank schon vorsorglich unter den Nagel gerissen. Zur Tilgung meiner Verbindlichkeiten. Ja, und was sagt da der Thomas dazu? Der hockt ja schon seit gestern im Wirtshaus und sauft. Er hat gesagt, er muss sich Mut antrinken. Ich weiß nicht, was er vorhat. Der hat bloß noch die blöde Malis im Kopf. Ich glaub nicht, dass du mit dem noch rechnen kannst. Ja, das ist jetzt auch schon wurscht. Ach, jetzt weiß ich wenigstens, warum du halt kein Reckerl anhast. Ja, du findest das alles auch noch lustig. Ja, soll ich mich vielleicht wegen dem ganzen Schmarrn aufhängen? Ja, du, da musst du aber schicken, dass du einen Balken findest, an den du dich hinhängen kannst, wenn die Frau Steinbeißer das Haus wirklich abreißen lassen will. Bis nach dem Frühstück wird schon noch Zeit haben. Nein, du, aber zuerst gibst mir noch das Rezept von deinem selber brauten Bier. Okay. Eine Braumeisterin übergibt doch ihre Geheimnisse höchstens an ihre Nachfahren, aber doch nicht an ihre Vorfahren. Braumeisterin, jetzt einmal langsam. So weit bist du lang nicht. Oh, mein Papa. Du, wo ist denn eigentlich deine Rita mit ihrem Schoßhunderl? Das ist nicht meine Rita und das interessiert mich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist er froh, weil ich habe ja gestern in der Baugrube einen Haufen Lehm nachgeschmissen. Ach, du meinst aus der römischen Tempelanlage? Ab sofort wieder Baugrube. Na ja, du, vielleicht holt sie ja zur Verstärkung eine römische Legion oder sowas. Da ist meine Antwort. Ja,
die richtige Antwort auf eine Horde Römer oder Abrissbagger. Du, wenn du so weitermachst, kommst du überhaupt nicht mehr zum Aufhängen, aber das scheint dich nicht groß zu stören. Tja, warum denn da? Die Mama bleibt bei ihrer Schwester, ich gehe in den Stadt und fange bei der Landwirtschaftskammer an. Und der Thomas reißt sich Malis unter den Nagel. Ja, und ich? Was mach ich? Geh, um die brauchen wir uns doch keine Sorgen machen. Du kriegst ein nettes kleines Zimmer mit Vollpension im Café Viereck. Was? Du gehst in den Knast. Okay, du spinnst doch. Wegen so ein bisschen Betrug und Urkundenfälschung geht man doch nicht ins Gefängnis. Über keinen Umbruch. Ja, eben. Du, für einen Mord, da kriegst du heutzutage schon Bewährungsstrafen. Aber wegen Steuerhinterziehung oder Urkundenfälschung, ja, da gehst du dann lang im Knast. Ja. Ja, aber einen Mord kannst du ja auch noch begehen, wenn sie die Frau Steinbeißer da mal wieder blicken lässt. Wo ist denn der Käse? Oh, immer dieses Aushilfspersonal. Na, Malis? Malis? Der Tribun wünscht Käse. Was ist denn das für ein Ton? Ja, tut mir leid, das hab ich leider vergessen, Frau Bergmann. Na, wir schauen denn Sie aus? Was? Na ja, Ihre Tochter legt halt Wert auf eine Kleiderordnung. Was? Was hast du denn? Unser Erna hat doch auch nicht anders ausgeschaut. Ja, aber die Malis ist schließlich eine richtige Studentin. Okay. Seit wann ist denn bei dir eine Studentin mehr wert als ein Markt? Bitteschön. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ahoi. Ahoi, Thomas. Der Morgen scheint für dich aber nicht besonders gut zu sein, hä? Ui, haha. Du schaust aber heute besonders fisch aus. Wie eine richtige Bayerin. So, gefällt dir mein Aufzug? Ja, und wir? Eha. Ja, die Kirche ist schön, die werden auch ganz begeistert. Na jetzt! Ich meine, ich bin im Irrenhaus. Einen Moment. Malis, willst du mich heiraten? Wenn ihr das macht, dann überschreibe ich euch glatt den Hof. Genial! Der Papa übergibt einen Hof, der ihm gar nicht mehr gehört, und den es ja auch bald gar nicht mehr gibt, und verpackt es auch noch als Akt von übertriebener Großzügigkeit. Ich glaub's einfach nicht. Na ja, der Antrag kommt natürlich etwas überraschend. Was wäre denn das? Und ich kaufe uns natürlich eine neue Nüsse. Na, ehrlich? Und ein eigenes Kopfstück und eigene Schürzen kriegst du auch. Meine Entscheidung natürlich ungemein, aber trotzdem muss ich noch drüber nachdenken. Ach, Malis, was gibt's denn da noch zum Nachdenken? Ein ganzer Hof liegt dir zu Füßen. Ich meine, der ist unzurechnungsfähig. Was ist denn das? Das schaut aus wie ein LKW, der die Abrissbirn für einen Bagger bringt. Was? Du, den hat bestimmt die Frau Steinbeißer bestellt. Ja. Aber nur keine Panik. Bis die am Bagger montiert ist, da können wir noch in aller Ruhe weiter frühstücken. Spielt denn geht! Ja, gewisse Gemeinsamkeiten zwischen euch zwei sind heute nicht zu verleugnen. Thomas, komm! Geh mit! Wir müssen den Bagger aufhalten! Aber ich wollte doch gerade mit dem Mann! Jetzt geh weiter! Siegner in Ferre! Greift an! Geh nur zu, Thomas! Wir rennen später, aber pass auf die Birne auf, gell? Hä? Die Abrissbirn, so, und jetzt geht's. Oh, ist schon gut, aber nicht der Vorläufe, gell? Mauselein. Sie sind mir ja eine ganz durchtriebene. Erst die halbe Nacht mit dem Herbert im Unterholz verbringen. Ah, sie haben uns also nachspioniert. Und dann mein Bruder auch noch schöne aufmachen. Aber das werde ich da schon austreiben, du meinst Holz, oder? Hörens, da liegen ein paar Missverständnisse vor. Okay, Missverständnisse? Wo denn? Ah! Oh, erstens, will ich ihren Bruder gar nicht heiraten. Er war bloß die ganze Zeit so nett zu mir,
da habe ich nicht gleich nachsagen können. Es hat Zeiten gegeben, da haben junge Frauen Urgroßväter am Sterbebett geheiratet. Nur, dass sie sich den Hof und den Nagel reißen können. Und zweitens, vom Herbert will ich auch nichts. Er ist zwar ein netter Kerl, aber überhaupt nicht mein Typ. Wo ist denn die Mistgabe? Für was brauchst du denn die? Ja, zuerst einmal für den Baggerfahrer. Mir hat's grad mein Vorderlader zu rüsten. Gott, wohl, Papa! Der Baggerfahrer, der kann doch nichts dafür! Bestimmt will er nur ein bisschen kitzeln, so wie sie mich vorhin. Keine Angst. Im Moment läuft er eh schneller wie der Karl Louis zu seinen besten Zeiten. Ja, Gott sei Dank. Mei, wenn nur die Frau Steinbeißer und der Herbert endlich kommen daten. Was? Die sind doch für alles verantwortlich. Das ist der Stand von gestern. Moment einmal, hab ich da irgendwas verpasst? Ja, das haben's. Aber sollten wir jetzt nicht zuerst einmal ihren Vater von einer großen Dummheit bewahren? Mannis! Oh, ist der Edefix sein Fraule wieder davon gelaufen? Na, jetzt lassen's halt die Witze. Er will ja doch bloß helfen. Ja, ja. Und? Hast du recht gehabt? Ja, hab ich. Die Frau Steinbeiß ist der gleichen Meinung. Ja. Sie wird auch gleich kommen. Hilfe, helft mir! Papa flippt völlig aus! Herbert, das hast du gut gemacht! Ja, was ist denn da los? Das hast du ganz gut gemacht! Hey! Ja, anscheinend hat die Malis deinen Heiratsantrag doch nicht so ernst genommen! Lass doch nicht gleich deine Ausgrabungsbrasse von meiner Frau! Malis, wenn ich das gewusst hätte, dass dich das so hernimmt, dann hätte ich dich natürlich erst nach der Hochzeit gefragt, ob du mich heiraten willst. Nein, das ist schon besser gewesen, dass du mich vorher gefragt hast. So, und jetzt gehst du wieder zu deinem Vater, wir kommen dann auch gleich. Und ihr könnt wirklich ohne mich zu reden, ne? Ja, bin ja eh auch noch da. Also gut. Aber schickt euch, gell? Ob ich jetzt da vielleicht einmal irgendjemand aufklären? Die Frau Steinmeister, die kommt jeden Augenblick und dann wird sie alles aufklären. Aha, jetzt hat der Albert seine Verfolgungsjagd aufgemacht. Das ist jetzt das dritte gescheiterte Attentat innerhalb von einer Stunde. Also, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Mama, warum bist du eigentlich schon wieder da? Ja, lest denn ihr keine Zeitung? Ja, wir denn? Seit Frau Steinbeißer unser Postler beim Spaten nach ist, nur weil er auf dieses römische Fundament gestiegen ist, traut er sich nicht mehr zu uns her. Doch, schau mal her. Ja. Das ist ja ein Beutel von unserem Hof. Morgen kommt der Abrissbagger. Haus wird wegen eines römischen Fundes abgerissen. Du verstehst jetzt, warum ich sofort wieder zurückgekommen bin. Bis jetzt habe ich euch gemeint, das war nur Schwachsinn. Meinst du, die machen ernst? Ja, jetzt keine Angst. Kommen Sie erst einmal mit. Wir werden versuchen, alles zu stoppen, bis die Frau Steinbeißer kommt. Ja, wir denn? Kommen Sie, das alles und was machen wir denn? Eigentum. Langsam, gell? Wenn dann das von Ihrer Bank. Egal, ich bin die Bank und die Bank bin ich. Naja, lange wird die Freude über das Haus ja nicht anhalten, weil da steht nämlich bald nichts mehr. Haben Sie noch immer nicht begriffen, dass dieses Grundstück als archäologischer Fundort ohne das Haus einen viel höheren Wert hat? Aber man kann doch einer Familie nicht einfach so mir nix, dir nix, das doch über den Kopf wegreißen. Ach, tun Sie doch nicht so scheinheilig. Sie machen sich doch nur Sorgen, von wem Sie demnächst Ihr Brennholz und das Schweinefleisch bekommen. Also, ich weiß nicht, was Sie meinen. Das wissen Sie ganz genau. Oder wie soll ich das deuten, dass Sie mir seit Tagen nicht von der Seite weichen? Sagen Sie mal, was machen denn wir da eigentlich? Ich sehe nur nach, ob sich in diesem Haus noch verwertbare Gegenstände befinden. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Ich möchte mir nämlich den Abriss gern von außen anschauen. So gefallen Sie mir schon besser, Herr Bürgermeister. Nur nicht den Humor verlieren. Das ist reiner Galgenhumor.
Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich da mitmachen soll. Ja, großer Gott. Gott. Also nochmal. Ja. Der Sportplatz und die Gemeindehalle sind hoch verschuldet. Stimmt. Ihre Sicherheiten sind absolut wertlos. Ja, stimmt auch. Und ich bin der Schlüssel zu Ihrem Glück. Thanks. Und da fangen meine Probleme an. Das verstehe ich nämlich nicht. Aber das ist doch ganz einfach. Dieser Hof mit dem gesamten Grund ist total verschuldet und gehört praktisch meiner Bank. Ja, das leicht bei. Wie bitte? Das leuchtet, das leuchtet mir ein. Seltsame Sprache. Also, die Bank wird den ganzen Hof samt dem größten Teil des Grundes für den symbolischen Wert von 1 Euro an die Gemeinde übergeben. Somit besitzt die eine antike Ausgrabungsstätte. Oh. Zu der Übergabe laden wir natürlich Presse und Fernsehen ein, um die Großzügigkeit der Bank ins rechte Licht zu rücken. Sie werden mir doch nicht erzählen, dass die Bank das als reine Großzügigkeit macht. Mensch, Herr Bürgermeister, ja. Ihnen kann man aber auch gar nichts verheimlichen. Ja, darum bin ich ja auch Bürgermeister geworden, ja, nicht wahr? Zunächst einmal dient diese Fundstelle als Sicherheit für Sportplatz und Gemeindehalle. Ja, das beruhigt mich schon mal ungemein. Und dann wird die Bank nicht den gesamten Grund an die Gemeinde, ja, übergeben. Nicht? Nein. Die 5 Hektar hinter dem Bahndamm, ja, bleiben in dem Besitz der Bank und werden von Ihnen im nächsten Jahr zu Bauland erklärt. Dadurch steigert sich der Wert um mindestens das 200-fache. 200-fache? Ja, aber das geht ja nicht. Schauen Sie, der Grund ist ja viel zu weit weg vom Ort. Sonst hätte man das doch schon lang selber gemacht. Für ein Neubaugebiet schon. Für ein Feriendorf nicht. Ein Feriendorf? Ja, warum denn nicht? Der Tourismus steckt hier noch in den Kinderschuhen. Aber mit einer antiken Ausgrabungsstätte lässt sich dieser Ort touristisch gesehen doch ganz anders vermarkten. Ja, ja, stimmt ja. Dass ich da nicht so lange selber dahinter gekommen bin. Ein Feriendorf, ja. Ja, und wer tät es dann bauen? Keine Sorge. Ich werde schon einen privaten Investor finden. Ja, der dann den noch wertlosen Grund als Bauland von der Bank kaufen würde. Ganz genau. Und das ist viel mehr, als Herr Bergmann bei uns Schulden hat. Und ich stehe dann in den Annalen von unserem Dorf als erfolgreichster Bürgermeister. Ja, aber Moment mal, was wird denn dann mit Albert und seiner Familie geschehen? Ja, mein Gott, wo es Gewinner gibt, gibt's auch Verlierer. Dann geh ich halt mit meinem Haus unter. Ave Imperator. Walter, mein Freund, ich hab gewusst, dass du zu mir kommst, ja, und mir beistehst. Du bist ein wahrer Freund. Ja, ja, bin ich. Dabei konnte ich doch in deiner schwersten Stunde nicht allein lassen, nicht wahr? Was hast du mit dir gemacht? Der Bagger war stärker. Der Kampf ist verloren. Meine Legionen haben mich verlassen. Ja, wir müssen jetzt den Tatsachen ins Auge sehen. Oh, Walter, ich bin stolz, ja, so einen Freund wie dich zu haben, der mir in so einer schweren Stunde immer zu mir hält. Ist doch selbstverständlich. Aber kann man nicht den Standort wechseln? Ja, du hast recht. Gehen wir ans Fenster und schauen wir die Abrissglocke direkt in ihr schwarzes Gesicht. Hm. Welch ein Künstler ging an mir zugrunde. Ich hab eher gewohnt da draußen. Ja, oder besser noch, wir gehen in die Keller und lassen uns bei den Fundamenten unserer Vorfahren von den Trümmern des Hauses begraben. Das tun wir, ja. Gehst dabei voraus, ich hol uns ein Bier aus dem Kühlschrank. Nein, ich hab da dazu, ist jetzt keine Zeit mehr. Was? Was ist jetzt? Stille. Hm. Sind wir schon tot? Ich glaub nicht. Ja, was ist denn jetzt los? Warum hält diese Frau Steinbeißer den Bagger an? Wer sind die? Ganz ruhig, Albert. Ganz ruhig. Die Banktussi mit ihrem Diplom. Ja, ja, ja. Na, warte, der wird die helfen. Die hat uns schließlich die ganze Sache eingebrockt. Beruhig dich, Albert! 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 Ich habe sie gerettet. Ja, was
Sie sind mir jetzt aber bitte nicht böse, wenn ich Ihnen das nicht glaube und jetzt sofort mit Ihnen abrechne. Ja, halt erst einmal zu. Sie glauben nicht, was ich gefunden habe. Ja, nicht schon wieder eine römische Ausgrabungsstätte. Sie haben es erraten. Ah, wo denn jetzt schon wieder? Im Kurstall? Nein, in Ihrem Gestüt da draußen, am Waldrand. Ja, da tu mal die Gabel her. Sonst verletzt die noch. Ja, wollt ihr jetzt diesen Urwald auch noch roden lassen? Natürlich. Sie haben wohl nichts dagegen, oder? Die Frage, die stellt sich für meinen Papa nicht. Das Gelände kehrt mir und meiner Großcousine. Ach ja, Sie stehen der römischen Kultur sicher auch so aufgeschlossen gegenüber wie Ihr Vater. Mein, nehmen Sie es mal bitte nicht übel, aber im Moment interessiert mich das Haus da mehr. Nun, ja, also auf den Abriss können wir verzichten. Ja, ebenso können Sie Ihre Halle weiterbauen. Moment mal, ich höre wohl nicht recht. Und woher kommt jetzt der plötzliche Sinneswandel? Ja, also nun ja. Das erklärt Ihnen der liebe Herbert. Also, die römische Villa hat sich nicht hier befunden, sondern in dem Gebiet, wo das Gestrüpp wächst. Ja. Ja, und die Steine im Keller und in der Baugrube? Man kann davon ausgehen, dass die Steine von der Villa stammen und von dort hierher gebracht wurden. Hier oder draußen in der Baugrube stand nie eine römische Villa. Ja, es war im Mittelalter und bis vor 100 Jahren durchaus üblich, alte römische Bauten quasi als Steinbruch zu benutzen. Moment einmal, wollen Sie damit sagen, dass unsere Vorfahren mit den Steinen der Villa unseren Keller bauten? Ja, ganz genau. Und draußen einen Stall, auf den Sie bei den Baggerarbeiten gestoßen sind. Na ja, dann muss ja unser Haus gar nicht abgerissen werden. Ja, natürlich nicht. Hier sind doch nur ein paar alte Steine zu erwarten. Aber keine Wertgegenstände wie Krüge und Münzen. Das heißt, wie sei es, auf dem Grund meiner Vorfahren ist eine römische Villa gestanden. Jetzt zieht er dann gleich wieder sein Rockerlo. Und das haben alles Sie herausgefunden? Ja, nicht ganz. Also, die Malis hat die Entdeckung gemacht. Und ich bin der Sache nachgegangen. Versteh schon. Wie ihr der Sache auf den Grund gegangen seid, seid ihr dann auch gleich auf die Grundmauern von dieser römischen Villa gestoßen. Mein Gott, nein, das ist doch jetzt völlig wurscht. Mich darf jetzt bloß interessieren, was zum Kuppen geht, da passiert soll. Ich hätte da eine Idee. Da hätten wir alle was davon. Na, da bin ich aber gespannt. Ja, also Moment, die Frau Mutzlinger Kampenwand. Mutzweiler Blankenrat. Ja, ist ja wurscht. Die hat auf alle Fälle vorhin eine prima Idee gehabt. Oh ja, das hatte ich. Allerdings müssen wir den Plan jetzt leicht abändern. Zuerst einmal wird der Herr Bürgermeister den Grund hinter dem Bahndamm zu Bauland erklären. Und ich besorge einen privaten Investor, der ihn kauft und darauf ein Feriendorf baut. Ja, dann werden ja meine Schulden mit einem Schlag mehr als getilgt. Ja, genau. Und als Gegenleistung schenkst du der Gemeinde deine 5 Hektar Gestrüpp da draußen mit den römischen Ausgrabungen, nicht? Und wir bauen dann einen archäologischen Park drauf. Ja, ich soll dir so einfach das Erbe von meinen Vorfahren überlassen. Auch Nero war für seine Großzügigkeit bekannt. Die Sache hat leider nur einen Haken. Der Grund kehrt mein Papa gar nicht, sondern mir. Und der ist auch nur zur Hälfte. Ja, du, wir müssen schleunigst die Frau Kreuzer auftreiben. Ja. Nicht nötig. Die ist schon da. Was? Ja, was? Schon war sie doch Mühlbeck. Mühlbeck ist der Mädchenname von meiner Mutter. In Wirklichkeit heißt sie Kreuzer. Ja, das gibt's ja nicht. Du bist meine Großcousine. Dann sind Sie, meine kleine Großnichte. Ja, entschuldige bitte, warum hast du das nicht gleich gesagt? Dann hätte ich doch... Das ist schon in Ordnung. Ich bin ja nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Der Onkel hat mir vor die Ausgrabungen verzeiht. Ich habe ja gar nicht gewusst, um was das eigentlich geht. Und vor euch, da habe ich ja auch nichts gewusst. Wir haben ja von dir nichts gewusst. Und während ich mich dann erkundigt habe, bin ich auf das Stellenangebot gestoßen. Naja, und weil ich gerade Semesterferien habe, da habe ich mir gedacht, das war doch eine gute Gelegenheit, um euch kennenzulernen. Und nicht nur uns, sondern andere auch. Geschmarrn, ihr habt doch am Herbert nur die römischen Fundamente gezeigt. Das ist wahr. Susi, ich hab doch von Anfang an nur Augen für dich gehabt. Das wirst du in nächster Zeit aber erst einmal beweisen müssen. Kann er, aber erst nach 18 Uhr. Wir haben noch viel zu tun. Kommen Sie, Herbert, auf ins Gestrüpp. Rein, Dienstle.
und bagger nicht an. Ja, oh, tut mir leid, die Pflicht ruft. Heute Abend um 6 Uhr, ja? Also gut, reden wir heute Abend noch mal drüber. Ja. Also, wenn der bei mir auch so folgt wie bei der Frau Steinbesser, dann hat er gute Chancen. Also, das ist ja alles schön und gut, aber Herr Bürgermeister, ja, für meine Bank bleibt hier jetzt überhaupt nichts mehr übrig. Aber Frau Zuffenweiler. Musweiler! Muss man, wie heißt es denn mit Vornamen? Claudine Ottil. Claudine, ja. Also Frau Musweiler Blankenrath. Na also, geht's doch. Ja. Ja, schauen Sie, der Herr Bergmann täte ja seine Kredite dann alle zurückzahlen, nicht wahr? Und schließlich hätten Sie die Chance, dass Ihre Bank wiederum die Kredite für das Feriendorf abwickeln kann. Da könnte ich dafür sorgen. Ja, wenn Sie sich dafür einsetzen würden. Sie wissen ja, eine Hand wäscht die andere. Ja. Moment einmal. Ihr wisst ja gar nicht, ob ihr unseren Grund überhaupt kriegt. Also, ich hab kein Interesse an alte Storner. Und wegen dem Grund, da werden wir uns schon einigen. Also gut, dann war da nur mein Anteil. Frau Musweiler-Blankenrath, Sie ernähren sich doch vorwiegend von biologischen Produkten. Ausschließlich, ja. Aber was hat das damit zu tun? Mein Papa und ich, wir werden den Hof in Zukunft gemeinsam führen. Aha. Gell, Papa? Was? Jetzt gibt er schon einen Ruck. Wir werden eine große Auswahl an Obst, Gemüse und Fleisch anbieten. Ja, das klingt ja sehr interessant. Und aber Sie gehören zu unseren bevorzugten Kunden und können besonders preisgünstig einkaufen. Habe ich nicht recht, Papa? Ja, natürlich hast du recht. Das ist selbstverständlich, Frau Musburger-Schwerenrath. Wir steigen jetzt nämlich auf biologische Produkte um. Und dann ziehe ich auch keine Probleme mit meinem Teil. Also, je länger ich mir Ihren Vorschlag überlege, umso besser gefällt er mir. Was meinen Sie, Herr Bürgermeister? Ja, ich bin dafür. Das habe ich mir gedacht. Ich muss mich jetzt allerdings verabschieden. Mal sehen, ob es in der Autowerkstatt auch so gut läuft. Ein Kleinwagen müsste schon drin sein. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Was? Wo will die hin? Da muss ich nicht. Die darf auf keinen Fall die Reparaturrechnungen von unseren Privatwagen in Tent kriegen. Für das Haus! Für dich! Was sagt, das war gar nicht so schlecht. Langsam lernt wirklich was. Aber trotzdem passt mir das nicht mit dem Bio-Dings da mit. Papa! Ja, ich bin ja schon statisch. Ja. Ich füge mich. Ja. Wo ist denn überhaupt der Thomas? Marlies! Der ist für dich. Den habe ich extra frisch gepflückt. Mei, vielen Dank. Und, hast du es jetzt schon überlegt? Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Thomas, ich kann die nicht heiraten. Wir sind miteinander verwandt. Was? Wir sind verwandt? Ja. Das ist aber schon. Gut, dann brauchst du die Blumen auch nicht mehr. Die kriegt jetzt unsere Eugenie. Wer ist denn eure Eugenie? Unsere preisgekrönte Milchkuh.